So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück. Heute in etwas anderer Form und zwar folgendes. Ihr seht, meine ganzen Regalen sind voll. Ich habe schon alles bestellt, es ist alles eingeräumt. Und da das Video dann nicht zu lang werden sollte, habe ich mir gedacht, wir machen heute mal ein bisschen Farb hier in den Laden. Und suchen uns einfach mal irgendein schönes Farbchen aus. Wie wäre es mit dem da? Nehmen wir mal und jetzt gucken wir uns das mal an, wie der ganze Scheiß da überhaupt funktioniert. Okay. Dann gucken wir mal, wie funktioniert das? Aha. Okay. Halleluja. Hä? Da ist doch noch was drin. Jetzt ist es leer. So, das war der da, die Farb 24, nehmen wir noch einmal. So, jetzt machen wir das ganze Ding mal ein bisschen bunt ummalen hier. So. Okay. Passt am Luft, jetzt machen wir das einmal. Ach, der geht dann komplett oder was? Ach, das ist natürlich scheiße, ne? Ist natürlich nicht so, wie ich mir das jetzt eigentlich vorgestellt gehabt habe. Ich wollte eigentlich ein bisschen was anderes noch mit rein machen. Keine Ahnung. Vielleicht machen wir dummele Streife oder so. Ich muss nein, keine Ahnung. So. Machen wir das mal so. Wollen wir hoffen, dass das reicht bis dahin. Na, ja, das ist natürlich dann wieder scheiße, ne? Jetzt warte mal. Wenn ich den jetzt nehme. Ja. Keine Farbe mehr im Eimer. Halt, leck mich doch. So, jetzt nehmen wir mal eine andere Farbe. Das war definitiv Farb 24, müssen wir uns merken. Nehmen wir mal irgend so was Dunkles. Und machen mal die Wand so. 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 Und so. Jetzt hat er natürlich noch was drin, ne? Machen wir mal die komplette Seite so. Machen wir nicht einmal so. Und so. Es ist immer noch was drin. Die Frage, das reicht natürlich nicht für vier Stück, ne? Das ist natürlich scheiße, ne? Mal so. Jetzt ist natürlich keine Farbe mehr drin, ne? Das war wieder klar. So, das war die 23. Dann nehmen wir erst noch einmal die 24. Da einer, da einer. Kann ich das nicht schmeißen, sag mal? Muss ich das Ding jetzt leer machen? Ist das euer fucking Ernst? Ah,
Alter, was mache ich denn jetzt da? Doch scheiße. Machen wir das immer so. 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 Machen wir mal den noch dazu. Und den da. Jetzt ist sie leer. Gut. So, Farbe 23. So. So. Und so. Machen wir das immer so. Dich doch mich in dem eine Ding jetzt oder was? Ey, Alter, es ist da wohl nicht dein Ernst, oder? Oh, ihr Männer. Also die Wand dahin hätte ich gern auch noch eine Farbe. Keine Ahnung, was für eine, aber irgendwas Lustiges. Alter, was nimmt man da? Oh, Molly. Boah. Na, oh, Molly, 8. Perfekt, hat genau gereicht. So gefällt mir das. Das Schlimme ist, dass da hin jetzt diese eine Rot fehlt. Das ist natürlich scheiße, ne? Das ist absolute Bullshit. Das war die 23, ne? So, dann müsste man das jetzt normalerweise auch mal so machen. Und muss er einen auf Streifenhörnchen. Wir hätten noch einer. Das lassen wir auch mal so. Jumai. Lassen wir so, lassen wir so, lassen wir so. Jo, dann würde ich sagen, machen wir erstmal den Lade auf, weil es wird wieder Zeit, ne? Sieht doch einigermaßen nice aus. Und wenn ich das jetzt mal so gucke, hier den ganzen Boden, dann die Farbe oder sonst was, also es ist echt der Wahnsinn, was es hier alles schöne Sachen gibt, ne? Brüller, Brüller, Brüller. So, ich wollte eigentlich jetzt mal so eine Kasse einstellen. Noch. So eine Selbstbedienungskasse. Die kostet halt 900 Öschis. Die nehmen wir jetzt einmal mit. Und gucken wir mal, wo wir das Gerät jetzt einmal hinstellen. Ich hätte gesagt, mir stelle die jetzt einmal dahin hin. Dann können die nämlich hier jetzt einmal selber ihr Geraffel da verkaufen. Dann kann ich mir überlegen, wo ich da nehme. Na, das nützt mir nichts dahin. Da habe ich keinen Platz mehr dahin.
Also, oh, wir gucken, ob das einigermaßen gut ankommt. Ich will mal so lang wie keiner da steht. Will ich mal gucken, ob sich da irgendeiner. Aha. Okay. Aha, der möchte schon da außen. Gut. Das ist ja geil. Hammer. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Gefällt mir. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld ausgegeben. Also ich habe auch mal vorhin geguckt, was die Erweiterung kostet. Mit den 36.000 war ich ein bisschen daneben gelegen. Es kostet 40.000. Das ist natürlich ein harter Brocken. 40.000, das ist echt ein Wort, also. Oh. Vor lauter Blabla habe ich gar nicht gesehen, dass da eh nicht steht. 50, 70, 75, 77, 25, 35, 37. Vielen Dank. €25,02. So, da haben wir 61,43. Also das mit den Streifen gefällt mir nicht so ganz. Muss ich ehrlich zugeben. Das lassen wir jetzt einmal so. Oh! Das Wichtigste vergessen. Die Funzel. Jetzt haben wir natürlich einiges an Geld wieder rausgeschmissen, ne? Genau 44, ja Wahnsinn. Jetzt wird es wieder Zeit, dass wir ein bisschen Geld sparen. Also, mein Freund Bruce lässt mir 119,90 Euro da. Bis morgen. Nur sieht noch alles relativ voll aus und jetzt fällt mir es gerade ein. Also gestern hat sich insgesamt nur ein einziger Kunde über die hohen Preise beschwert. Also das lassen wir definitiv jetzt so. Also wir machen das immer so zwischen 10 und 20 Cent. Achso, da muss ich her. 22,75. €139,98. Na. 2018.
Der nächste. €7,40. Okay. Also wirklich viel kaufen die heute nicht einer. Also wenn man das mal so überblickt, also das ist nicht wirklich heute was die da machen. Das, also da kommt bestimmt einer, wo brutal einkauft, so knapp 300 Euro oder so irgendwas. So, die will 18 Euro und 57. Haben wir alles da? Mein Beispieler ist. Oh, Frühgenjoghurt ist zu teuer für mich, habe ich gerade gesehen. Okay. Müssen wir mal gucken. Das sind 12 Cent. Das sind 15, also das ist nur, das losen wir so. Mit dem einen Simpel, wo der jetzt gesagt hat, das ist ihm zu teuer. Scheiße ich jetzt mal drauf. Ja, haben wir weniger wie gestern, aber das war mir schon fast klar. Ich habe ja einiges für die Farbe ausgegeben, also von daher. Sehr schön. Also irgendwo bleibt da immerhin. Da kannst du machen, was du willst, ne? So, der scheint leer zu sein. Das ist ja das Blöde, dass man das nicht gescheit erkennt, ne, bei deiner Päckchen doch. Das ist das Einzigste, was ich hier an dem Spiel also mal anzweifle. Also, das hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Vielleicht irgendwie da so ein kleines Ding drüber, wo drin steht, da hast du jetzt noch eins drin, zwei drin, drei drin oder sonst irgendwas. Also, das wäre vielleicht echt einmal eine nice Sache, wenn sie das machen würde. Weil du siehst echt teilweise nicht, ob da überhaupt noch was drin ist. Und das ist scheißendreck. Sag ich jetzt einmal. So, das Eis ist full. Mal den Jawal. Der ist auch voll. Und warum zum Geist steht der eigentlich da neben? Müsste der nicht irgendwo dahin stehen? Verdammte Scheiße nochmal. Fort mit Chips Hell. Ist wohl. Einmal Mehl.
Da haben wir noch ein Päckchen. Freilich. Zwei Päckchen drin und jeweils nur zwei Dinger drin. Das ist zum Heulen. Nehmen wir mal das große. Das ist ausnahmsweise mal voll. Kleine. Ist voll. Kommt da rein. Chips hatten wir, Eis hatten wir. Dann haben wir den Reis. Da haben wir noch einen. Perfekt. Päckchen leer. Regal ist voll. Brauner Zucker. Voll. Was ist das? Miam, Miu. Ist voll. Wie sieht denn das aus? Donai. Das heißt, der kommt fort. Dann nehmen wir gleich mal die Wasserflasche. Aha. Der ist noch voll. Also müssen wir wieder neu stellen. Jockey Pick. Voll. Donai. Crispy. Voll. Den hatten wir. Den hatte ich auch. Der ist dicht. Klindisch. Voll. Spray ist voll. Gehen wir über zum Fleisch. Perfekt. Ding ist leer. Regal ist voll und einer steht sogar nicht drin. Läuft bei mir. So, dann hätten wir einmal Eis. Voll. Einmal Pudding. Also wie gesagt, den Pudding lassen wir so. Das sehe ich gar nicht ein. Dass ich den Preis runter mache. Bloß wie ich der eine dumme, wie ich dem eine Zipfelklatscher da, wo gesagt hat, der ist zu teuer. Oh Gott, der ist auch dicht. So. So wie ich das sehe, fülle die schon gar nichts mehr auf. Obwohl da jetzt gerade eben der ähnelt, also es ist mir ein Rätsel, warum diese Penner das Zeug nicht auffüllen. Es ist mir unbegreiflich. Da, zwei Päckchen drin. Fülle sie nicht auf. Es ist echt zum Kotzen. Das war der Magnat-Wodka. Hier. Ah, das war der falsche Wodka. Magnat, das ist der Raude. Jo. Oh, jetzt haben wir wieder Scheiße gebaut. Das war wieder ein Schiss ins Klo. Und dann würde ich sagen, ja mei, wir haben zwar jetzt erst 25 Minuten, aber ehrlich, drauf gepfiffen. Ich würde sagen, wir lassen das auch. Sieht alles richtig, richtig fein aus.
Und dann heißt es natürlich hier wieder, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir haben jetzt alles drin. Also wir haben eine Selbstbedienungskasse drin. Wir haben die Wand angemalt, der Boden ist drin. Jetzt sparen wir auf die nächste Erweiterung da hinten. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, es geht weiter, weiter, weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Nochmals, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschö mit Ö, ciao mit V und grüßt mir die Hühner.